Das ist das Problem, dass durch Zins und Zinseszins praktisch ein exponentielles Wachstum vorprogrammiert ist. Das heißt, mit Zins und Zinseszins wächst jedes Geldvermögen exponentiell. Bei 1% dauert es natürlich sehr viel länger, da dauert es 72 Jahre, bis sich ein Vermögen verdoppelt. Bei 3% 24 Jahren, bei 6% 12 Jahren und bei 12% 6 Jahre etwa. Sodass man mal so einen Eindruck hat, wie schnell das geht. Und jetzt denkt man, na ja, also 12% Verdoppelung in 6 Jahren. Aber wenn man das tatsächlich auf die ganze Wirtschaft ausdehnt und über einen Zeitraum von 60 Jahren, dann entstehen da unglaubliche Vermögen. Und das ganze Problem ist, dass wenn diese Vermögen ja einigermaßen gerecht verteilt werden, könnte man ja noch sagen, gut, wir werden alle reicher. Aber das ist das zweite große Problem, dass sie eben eigentlich nur 10% der Bevölkerung zugutekommen und 90% praktisch draufzahlen. Und das wird wiederum nicht besonders oft öffentlich diskutiert, weil eben der Zins ja in allen Preisen enthalten ist. Die Produzenten der Güter, die also einen Tisch herstellen oder was auch immer, die müssen ja das, was sie der Bank an Zinsen zahlen müssen, um einen Kredit aufzunehmen, in die Preise hineinrechnen. Und über diese Anteile von Zinsen in den Preisen wird praktisch das Geld umverteilt, wie gesagt, zugunsten einer kleinen Minderheit von 10%, während 90% draufzahlen. Also bestünde eine Alternative in der Vergabe zinsfreier Kredite. Man bezahlt keine Zinsen, wenn man Geld aufnimmt, erhält aber auch keine Zinsen für Sparguthaben, denn die Spareinlage dient dazu, dem nächsten Kreditnehmer wieder einen zinslosen Kredit zu ermöglichen. Solange allerdings noch irgendwo auf der Welt, so wie derzeit in China, genug erwirtschaftet wird, bleibt das zerstörerische Zinssystem wohl bestehen. Interessanterweise kommen gerade aus dem finanziell boomenden Asien praktikable Modelle ohne Geld. Etwa Zeitbanken zur Pflege älterer Menschen. Zeit ist für uns alle gleich. Wir haben alle nur eine Stunde, die aus 60 Minuten besteht. Da kann einer Zahnarzt sein oder Melker. Oder er kann Gärtner sein, oder er kann Fotograf sein. Alles sind 60 Minuten. Eine Zeitwährung unterliegt keiner Inflation. Wer 8 Stunden für jemanden arbeitet, bekommt diese auf ein Konto gutgeschrieben und kann für die gleiche Zeit die Hilfe anderer Mitglieder in Anspruch nehmen. Jede Tätigkeit ist gleich viel wert. Warum haben sich zumindest zusätzlich zum herkömmlichen Geld so einfache Lösungen nicht längst durchgesetzt? Das Geld ist eines der angstbesetztesten sozialen Systeme, die wir haben. Einfach deswegen, weil wenn man kein Geld hat, kann man kaum überleben. Für alles, was wir heute brauchen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft, brauchen wir Geld. Das heißt, wenn man über Geld und Änderungen im Geldsystem redet, erzeugt man erstmal Angst bei Menschen, die nicht sehen können, wie ihnen damit geholfen wäre, sondern die Unsicherheit spüren, weil sie einfach noch keine Erfahrungen haben. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man zeigt, wie es ohne Geld geht, wie es mit anderem Geld geht, wie es mit verschiedenen Geldern für verschiedene Nutzungen geht. Und deswegen ist jedes Beispiel, was irgendwie funktioniert, von unglaublichem Wert, weil wir über unsere Kommunikationskanäle natürlich die Erfolge auch ganz schnell verbreiten können und damit die Angst reduzieren können, auch Neuland zu betreten.